Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es einen Cheeseburger aus Dry-Aged Beef mit Bacon Jam. Wie dieser Burger gemacht wird und vor allem wer das Bacon Jam gemacht hat, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Ich habe letztens ein Glas Bacon Jam zum Testen bekommen. Das hat mir der Mario von dem Facebook- und Instagram-Blog Marios BuildBQ geschickt. Der stellt dieses Bacon Jam selber her und spielt wohl mit dem Gedanken, das auch mal zum Verkauf anzubieten. Und wenn es mal soweit sein sollte, dass ihr dieses Bacon Jam kaufen könnt, dann werdet ihr davon in Marios Blog lesen und den Link dorthin findet ihr in der Videobeschreibung. Das Bacon Jam kommt in einem sehr schön gestalteten Glas mit persönlicher Widmung und einer hoffentlich nicht ernst gemeinten Poison-Warnung daher. Auf dem Deckel das Logo von Marios BuildBQ. Und jetzt machen wir das Glas auf und schauen mal rein. Das Bacon Jam schaut schon mal sehr gut aus und riecht vor allen Dingen fantastisch. Und für mich kommt nun die äußerst schwere und unangenehme Aufgabe des Probierens. Die Konsistenz ist ein bisschen fest, aber man kriegt es immer noch wirklich sehr gut aus dem Glas raus. Aber der Geschmack ist einfach nur der Hammer. Quasi gleichzeitig süß, salzig, herzhaft. Und das Wichtigste im Vordergrund eine wirklich starke Bacon-Note, ein richtig schöner, vollkommener Speckgeschmack. Also lieber Mario, das Zeug ist wirklich super gelungen. Bleib da dran und nochmal vielen Dank für das Testgläschen. Und wir machen noch was Schönes mit dem Bacon Jam und zwar einen Cheeseburger. Ich habe dafür ein paar Patties aus Dry-Aged Beef besorgt. Dann natürlich Burger Buns, selbst gebacken, in dem Fall die von Jörn Fischer. Als Burgersoße verwende ich heute die legendäre Dolly Sauce, die ich mir vor kurzem auf der Grill- und Barbecue-Messe in Sindelfingen mitgenommen habe. Dann natürlich unser Bacon Jam. Einen Käse, in dem Fall Cheddar. Und noch etwas Lollo Bianco Salat. Das war's mit Zutaten, damit das Bacon Jam auf dem Burger schön im Vordergrund steht. Die Dry-Aged Beef Patties habe ich im Großmarkt mitgenommen, wiegen pro Stück 200 Gramm, gibt also ordentlich was zwischen die Zähne heute. Ja, das Grillen von Burger Patties ist natürlich kein Hexenwerk, braucht man nicht viel zu sagen. Diese hier sind natürlich ordentlich dick und brauchen daher ein bisschen länger. Und ich persönlich habe es bei Hackfleisch, auch wenn es dry-aged ist, dann doch immer ganz gern durch, achte aber darauf, dass das Fleisch immer noch saftig ist und nicht tot gegrillt wird. Kurz vor Schluss werden die Patties dann noch im indirekten Bereich mit dem Käse überbacken, was ich leider jetzt hier nicht aufgenommen habe. So, das Fleisch ist fertig und die Buns sind ein bisschen angeknuspert und nun geht's ans Bauen der Burger. Dazu gebe ich auf beide Seiten des Buns etwas von der Dolly Sauce. Dann kommt auf die Unterseite etwas Salat. Darauf dann direkt unser Fleisch mit dem Käse überbacken. Auf den Käse gebe ich dann das Bacon Jam. Und zwar ruhig reichlich davon, denn das Bacon Jam ist ja heute unser Hauptdarsteller.
das war's auch schon. Deckel drauf und fertig ist unser Burger. Ja, und wie ihr sehen könnt, dieser Burger schaut absolut großartig aus. Den vermeintlich obligatorischen Mittelschnitt erspare ich euch und mir jetzt an dieser Stelle mal. Geschmacklich war das Ganze wirklich super. Das Bacon Jam hat zu dem ansonsten recht puristischen Cheeseburger perfekt gepasst. Ja, schaut unbedingt mal auf Marios Blog vorbei, lasst ihm ein Abo da und gebt ihm ein Gefällt mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.